In Gießen ist keine Kulturfestival im demokratischen Sinne. Die sämtlichen Veranstalter des Festivals sind keine Zivilvereine im Sinne des deutschen Gesetzes, sondern eine verlängerte Arm Hand des Regimes. Diese Organisation, eine politische Veranstaltung in Gießen, die von dem Regime in Asmara, Eritrea gesteuert wird, um seine politischen Gedankengut in Deutschland zu implementieren, die eritreische Flüchtlinge weltweit zu kontrollieren. Mittlerweile es ist es bekannt in Deutschland, das sogenannte Terreiblatt, eine bewaffnete paramilitärische Schlägertruppe des Regimes ist, die Neueinkommlinge und Flüchtlinge in Deutschland einschüchtern und ausrauben, Rauschmittelhandel betreiben, dies soll ab sofort gesetzlich geahndet werden. Daher appellieren wir an die deutsche Polizei und insbesondere an unseren Innenminister, Herr Thomas de Maizière, darauf zu achten, dass hier nicht gegen unsere Verfassung und unsere Rechtsstaat unternommen wird. Daher sollen die Vereine, diese Vereine und die eritreische Botschaft, die dieses Festival organisieren, in Deutschland verboten werden. Wow! Da sie eine Militärdiktatur unterstützen, zu einem Vergehen Verstoß in Deutschland gegen den Grundgesetz und gegen die deutsche Verfassung. Also, wir sind der Meinung, dass Deutschland ein Land für friedliches Zusammenleben ist und keine Bühne des eritreischen Regimes vor Indoktrination der eritreischen Kinder, Einschüchterung der eritreischen oppositionellen Kräfte und Volksverhetzung sein soll. Meine Damen und Herren, wir haben die Aussage aller Abgeordneten bei der Debatte in der Aktuellen Stunde zu Menschenrechtsverletzungen in Eritrea am 10.06.2015 im Bundestag begrüßt. Damals haben wir uns sehr gefreut, dass unsere Gebete und Bemühungen endlich zur Kenntnis genommen waren. Dennoch, was im Nachhinein erfolgt war, für viele deutsche Mitmenschen unverständlich. Dr. Gerd Müller, der erste deutsche Bundesminister, besuchte am 15.12.2015 Eritrea seit 20 Jahren und schloss als Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Pakt mit dem Teufel. Er behauptete während das Treffen mit dem Diktator Afwerki über die menschenrechtliche politische Situation in Eritrea ausführlich diskutiert zu haben. Bis jetzt haben wir diesbezüglich keine Veränderung in der Situation der eritreischen Flüchtlinge gesehen oder erlebt. Im Gegenteil, die menschenrechtliche und politische Situation wurde schlimmer und gruseliger. Wir sind der Meinung, mit den deutschen und EU-Entwicklungsgeldern eine sterbende Diktatur am Leben zu halten oder Flüchtlingecamps in Nordafrika zu organisieren, um die Flüchtlinge ihrer Peiniger wieder zu händigen, ist moralisch unvertretbar und politisch unverantwortlich. Hier sollte man über eine politische Lösung in der Herkunft des Länders dieser Flüchtlinge nachdenken und handeln. Sie sind die normale. Daher fordern wir die deutsche Regierung, die eritreische Opposition und Diaspora offiziell zu unterstützen, zusätzlich eine militärische Intervention der UN und Blauhelme in Eritrea zu bewerkstelligen, um das eritreische Volk bei Agitation in Eritrea vor dem Gräuel und Willkür des Regimes zu schützen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kein Platz für Diktatoren in Gießen.